Hallo und herzlich willkommen, liebes Publikum, zum vierten und letzten Abend von der Online-Vortragsreihe Musik zitiert. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid. Ich bin Anna und Teil der Studierendengruppe, die dieses Projekt von der Musikhochschule Lübeck organisiert und ins Leben gerufen hat. Wir möchten in dieser Online-Vortragsreihe das Mensch-Tier-Verhältnis näher beleuchten und, weil wir Musikstudierende sind, natürlich auch die Frage erörtern, ob und wie Musik damit reinspielt. Wir hatten verschiedene Referenten zu diesem Thema bereits. Heute soll es genau um dieses Thema der Musik gehen, denn wir haben bei uns zu Gast Professor Dr. Martin Ulrich, der über die Rolle von Musik und Klang im Mensch-Tier-Verhältnis referieren wird. Aber dazu später mehr. Ein kurzer Rückblick über die vergangenen Abende. Am Montag hat Friederike Schmitz unsere Reihe eröffnet mit ihrem Vortrag Tiere essen oder Tiere befreien zur Tierethik. Am Dienstag folgte Julia Ratzwill von Ärzte gegen Tierversuche mit dem Vortrag Ausstieg aus dem Tierversuch. Gestern ging es denn um die Frage, welche Rolle unsere Ernährung beim Klimawandel spielt, und Jens Vogt von Peter Deutschland hat referiert. Auch heute ist es uns sehr wichtig, mit euch wieder in den Austausch zu kommen und euren Austausch mit den Referenten zu ermöglichen. Daher könnt ihr wieder eure Fragen jederzeit in den Chat schreiben und ich werde sie dann im Anschluss an Martin Ulrich, unseren Referenten für heute, stellen. Falls ihr keinen YouTube-Account haben solltet, den man dafür benötigt, könnt ihr uns alternativ auch eine E-Mail schreiben. Die Mailadresse dazu findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Wir freuen uns, wenn ihr fleißig Fragen stellt und kommen jetzt zu unserem heutigen Gast. Hallo Herr Ulrich, schön, dass Sie heute da sind. Martin Ulrich hat Klavier studiert sowie Musiktheorie und Gehörbildung und promovierte anschließend in der Musikwissenschaft über Robert Schumanns Kontrapunkt. Anschließend ist er eine Professur für Musiktheorie angegangen. Seit 2013 ist er aber nun Professor für interdisziplinäre Musikforschung mit dem Schwerpunkt auf Human-Animal Studies, eine sehr besondere Position. In dieser Position forscht er nämlich an der Rolle von Musik und Klang im Mensch-Tier-Verhältnis und beschäftigt sich dabei mit den verschiedensten Tierstimmen. Natürlich einmal die offensichtlichen wie Vogel- und Walgesang, aber auch die Stimmen von Kühen und in letzter Zeit vor allem die Stimmen von Oktopoden behandelt er in seiner Forschung. Für ihn ist ebenfalls ein spannendes Thema die Forschung über künstliche Intelligenz und deren Kreativität. Er hatte selber neulich sehr schön formuliert, ihn interessiert vor allem das mehr als menschliche Musizieren, was ich sehr spannend finde. Nun, Herr Ulrich, mich würde interessieren, wie genau Sie zu diesem Themenfeld der Human-Animal Studies gekommen sind, nachdem Sie vorher eher in der konventionellen Musiktheorie tätig waren. Ja, privat haben mich Tiere schon immer fasziniert und interessiert, aber Frau Dommann, Sie haben ganz recht, wissenschaftlich hat das für mich zunächst keine Rolle gespielt. Nun bin ich aber verheiratet mit einer Pionierin der Human Animal Studies in Deutschland, der Kunstwissenschaftlerin Jessica Ulrich. Und als vor 15 Jahren die ersten Kongresse zu diesem Thema in Deutschland veranstaltet wurden, die ersten Publikationen erschienen, fragte mich meine Frau damals, sag mal, Tiere und Musik, gibt es da eigentlich nichts? Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe mir klargemacht, doch, da gibt es so einiges. Und seitdem hat das Thema mich nicht mehr losgelassen und ist inzwischen zum Hauptschwerpunkt meiner Forschungstätigkeit geworden. Sehr schön. Toll, dass Sie in diesen Bereich gekommen sind. Nun, haben Sie selber Erfahrung im Musizieren mit Tieren, der sogenannten Interspecies Music, über die Sie heute reden werden? Also so richtig planvoll habe ich selber noch keine Interspecies Music gemacht. Wir werden in meinem Vortrag ein paar Beispiele für solche Performances oder Aktionen erleben. Aber anekdotisch kann ich schon was beitragen. Ich habe ja als allererstes Klavier studiert und eben als Kind und Jugendlicher
auch viel Klavier geübt. Nun bin ich auf dem Dorf aufgewachsen. Das Haus meiner Eltern ist so am Ortsrand und hinter dem Garten war eine Wiese, auf der oft Kühe standen. Und wenn ich bei offenem Fenster Klavier spielte, dann haben sich all diese Kühe regelmäßig am Zaun aufgereiht und interessiert zugehört. Ja, und das war so der erste Aha-Effekt für mich, wo ich gemerkt habe, Tiere interessieren sich unter Umständen auch für unsere Musik. Ja, sehr schön. Eine tolle Geschichte. Sie haben schon erwähnt, Sie werden heute viele Musikbeispiele für uns mitbringen. Daher werden wir nicht den sonst von uns gepflegten Eingangssong jetzt einspielen, sondern können gleich direkt mit dem Vortrag loslegen. Liebes Publikum, denkt dran, eure Fragen direkt in den Chat zu stellen oder per E-Mail an uns zu schreiben. Und jetzt freuen wir uns sehr auf Professor Dr. Martin Ulrich mit seinem Vortrag von der Eiszeitflöte zur Interspecies Music. Auch von mir noch einmal herzlich willkommen an alle, die nun zuhören. Ich freue mich sehr, in dieser wunderbaren Vortragsreihe dabei sein zu dürfen und möchte dem gesamten studentischen Projektteam der Musikhochschule Lübeck nochmal sehr herzlich für die Einladung danken. Und ich möchte eigentlich einsteigen mit einem kleinen Quiz. Ich habe 4 Hörbeispiele mitgebracht und habe die hier mal mit den großen Buchstaben A, B, C und D markiert auf meiner Folie. Und wer Lust hat, kann ja mal in den Chat schreiben, was sie oder er so zu hören glaubt. Wir hören mal das erste Hörbeispiel. Das war Beispiel A. Jetzt mal ein anderer Ausschnitt. Ich sehe schon einige interessante Antworten im Chat auftauchen. Kommen wir gleich drauf zurück. Wir hören jetzt zunächst mal einen Ausschnitt aus Beispiel C. Guardian Unlimited. Entschuldigung, das war falsch gespult. So, jetzt kommt's. Das war C. Und jetzt noch was ganz anderes. Beispiel D. Mal soweit. Ich sehe eine rege Teilnahme im Chat. Freut mich sehr. Bei Beispiel A tippen alle auf Vogel. Ein kleiner Vogel.
Beispiel B, da gehen die Meinungen mehr auseinander. Schafe, Insekten, Elefanten, Pinguin. Ja, Schafe gibt es mehrmals. Bei Beispiel C sind sich die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher. Vogel, definitiv ein Vogel. Wobei, nee, es gibt auch die Meinung, ein Insekt, so etwas wie eine Grille. Und für das letzte Beispiel lese ich hier kein Tier. Kuhglocken, Almauftrieb, gamelanähnliche Instrument. Dann möchte ich unser kleines Quiz mal auflösen und verraten. Beim Beispiel A handelt es sich um eine Maus. Wir hören nochmal kurz rein. Allerdings ist diese Aufnahme für unsere menschlichen Ohren hörbar gemacht, denn Mäuse singen eigentlich in einer Frequenz von etwa 50.000 Hertz. Das liegt für uns weit oberhalb unserer Hörschwelle in dem, was wir Ultraschallbereich nennen. Bei einer Laborstudie von 2005 ist eigentlich eher zufällig entdeckt worden, dass Mäusegesang wie Vogelgesang klingt. Er muss nur technisch für uns heruntertransponiert werden. Beispiel B ist kein Elefant, kein Pinguin, kein Schaf, klingt nach Insekten, ist auf der richtigen Fährte. Es handelt sich um Bienen. Ein Phänomen, das 2002 dokumentiert wurde. Eine einzelne Biene singt, in Anführungszeichen, ist eigentlich ein Instrumentallaut, vor und der Schwarm antwortet. Wir hören nochmal einen kurzen Ausschnitt. Ein Call-and-Response-Phänomen, was auch erst dadurch entdeckt wurde, dass, das sieht man hier auf diesem Foto, ein Mikrofon fast im Kontakt zum Bienenstock angebracht wurde. Beispiel C ist tatsächlich ein Mensch. Unglaublich, aber wahr. Wir hören die Originalaufnahme, einen kleinen Ausschnitt. Das ist Teil des wunderbaren Kunstwerks Dawn Chorus von dem englischen Künstler Marcus Coates. Marcus Coates hat Vogelgesänge im Feld aufgenommen, langsamer gestellt, also so ähnlich wie mit dem Mäusegesang bei Beispiel A, sodass er für Menschen singbar wird, hat Sängerinnen und Sänger mitsingen lassen, das wiederum aufgenommen und das dann am Ende, und das war, was wir vorhin gehört haben, wieder beschleunigt, sodass es wie Vogelgesang klingt. Das ist eine Goldammer im Original. Ja, und Beispiel D, da war ja die Frage, sind das überhaupt Tiere? Ja, wir hören die Improvisation eines 5 Jahre alten Elefanten aus dem sogenannten Thai Elephant Orchestra, ein Projekt, bei dem tatsächlich gamelan-ähnliche große Mallet-Instrumente, große Perkussionsinstrumente gebaut worden sind und die Elefanten dann darauf spielen können. Das ist hier so eine Einzelimprovisation. Das als kleinen Einstieg zum Warmhören für dieses ungeheuer große Feld der Tiermusik, der Animal Music und eben auch der Mensch-Tier-Beziehung in der Musik, der ich hier aus verschiedenen Aspekten ein bisschen nachgehen will. Ich weise gleich darauf hin, der gesamte Bereich ist sehr komplex und ich werde nur einige, hoffentlich interessante Beispiele aus diesem weiten Feld vorführen können. Ich versuche das so ein bisschen zu strukturieren, indem wir zunächst kurz betrachten,
Sind Tiere selber Musikerinnen und Musiker? Ja. Lehren sie unter Umständen auch Menschen Musik? Dann einen Blick werfen auf das mögliche Verhältnis von Musik und Sprache. Etwas ausführlicher werden wir über Tiergesang in menschlicher Musik sprechen. Auch über das Phänomen, dass nicht nur Menschen Tieren zuhören, sondern umgekehrt Tiere menschlicher Musik zuhören, Tiere als Zuhörerinnen, als Musikschülerinnen. Und am Ende geht es dann um dieses, zumindest der Begrifflichkeit nach, ziemlich neue Phänomen des gemeinsamen Musizierens von Menschen und Tieren, der Interspecies Music. Ich sehe übrigens so mit einem Auge unglaublich interessante Fragen im Chat, und ich würde aber vorschlagen, und so ist es auch mit Frau Dohrmann abgesprochen, dass wir auf die am Ende zurückkommen, worauf ich mich schon sehr freue. Aber bitte immer gerne weiter fragen und anmerken, und wir haben am Ende Zeit, um auf all diese Bemerkungen zurückzukommen. Also zunächst mal Tiere als Musikerinnen und Musiker. Dafür hatten wir ja eben bei unserer kleinen Quizrunde schon die ersten Beispiele und eben auch die Frage, inwiefern hat das auf menschliche Musik gewirkt, wenn wir nach den Ursprüngen des menschlichen Musizierens suchen. Ich fange nochmal an mit einem ganz klassischen Beispiel, dem Nachtigallengesang. Hier ein Ausschnitt aus einer Aufnahme, die in dem wunderbaren Citizen Science Projekt Xeno Canto auffindbar ist, neben vielen, vielen anderen sehr schönen Vogelgesangsaufnahmen. Vielleicht mal nur so weit. Leider sind Nachtigallen ja in vielen unserer Breiten gar nicht mehr so häufig, und ich bin mir nicht sicher, ob alle schon mal live eine Nachtigall gehört haben. Auch hier bei uns, ich bin im Moment in Nürnberg, sind sie leider eher selten zu hören und rar geworden. Aber sie sind sozusagen ein Inbegriff dieses musikalischen Mensch-Tier-Verhältnisses. Und wir werfen mal kurz einen Blick auf so verschiedene Hypothesen, warum eigentlich Vögel singen, auch Nachtigallen singen. Inzwischen veraltet ist die sogenannte Überschusshypothese. Man hat also eine Zeit lang überlegt, ja, warum singen Vögel überhaupt? Na, vielleicht einfach, weil sie sozusagen so viel überschüssige Kraft und Energie haben, dass das in eine solche, auf den ersten Blick vielleicht unnütze Tätigkeit überfließt, überschießt. Ja, es gilt inzwischen als überholt. Interessanter ist die Frage der innerartlichen Kommunikation, also kommunizieren Nachtigallen und andere Singvögel miteinander. Gibt es da vielleicht sogar eine Sprachanalogie? Tatsächlich benutzt die Biologie oft Vögel als sogenannte Modellorganismen auch für den menschlichen Spracherwerb, wenn es um Lernprozesse, bestimmte neuronale Phänomene und so weiter geht. Der Verhaltensforscher Amos Zahavi hat die These des sogenannten strategischen Handicaps geprägt. Also vereinfacht gesagt, singen Vögel deshalb, um ihre Fitness durch Energieverschwendung, ja, auch durch das sich kenntlich machen gegenüber Fressfeinden zu signalisieren. Quasi, man tut etwas, weil man sich's leisten kann und das den anderen auch zeigt. Jede und jeder von uns findet da, glaube ich, gerade Parallelen zur menschlichen Kultur. Interessant ist aber auch Richard Dawkins' These des erweiterten Phänotyps. Also gibt es bestimmte genetische Grundanlagen, die sich in einem erweiterten Phänotyp bahnbrechen. Der Phänotyp ist ja erstmal einfach die physiologische Ausprägung bestimmter genetischer Dispositionen. Der erweiterte Phänotyp wäre das, was sozusagen über den individuellen Organismus hinausreicht. Ein gutes Beispiel dafür ist der Biberdamm und der Biberbau, ja, der dann auch quasi ein ganzes Ökosystem verändert. Und so fasst Dawkins auch den Vogelgesang auf, quasi als etwas, was so eine Art Hypnose
oder eine Manipulation anderer Vögel darstellt. Und sehr interessant ist die in den letzten Jahren nochmal stark ausgearbeitete These, vor allem des Evolutionsbiologen Richard Prum, über eine ästhetische Evolution, die vielleicht gar nicht mit einem direkten Überlebensvorteil zu tun hat. Ja. Verkürzt gesagt ist Prum der Auffassung, dass es vor allem durch die evolutionären Mechanismen der Partnerwahl, der sexuellen Selektion, zu Vorgängen kommt, die quasi eine eigene Ästhetik evolutiv entwickeln und so etwas wie eine Bio-Kunst, Bio-Art entstehen lassen. Also das war mal ein Blick über den Gartenzaun von mir als Musikwissenschaftler in die Biologie, wie dort versucht wird, Vogelgesang zu erklären. Ich habe hier bewusst mal die Begriffe Natur und Kultur in Anführungszeichen gesetzt, denn wenn wir über bestimmte Eigenarten nachdenken, die der Vogelgesang hat, ist er ererbt oder erlernt? Ja, er ist wie bei der Nachtigall natürlich erlernt, ja, auch in einer Übephase, dem sogenannten Subsong, auf Deutsch Stammeln. Er ist eine kulturelle Weitergabe verpflichtet und nicht einfach genetisch programmiert. Er zeigt eine reiche Strophenbildung, eine große Repertoirevielfalt, auch regionale Dialekte in bestimmten Verbreitungsgebieten, dann verschwinden diese Begriffe von Natur und Kultur und werden mehr zu dem, was die Philosophin Donna Haraway als Naturen, Kulturen, Nature Cultures bezeichnen würde. Ja, dazu passt auch, dass Vögel, jetzt nicht nur Singvögel, auch andere kulturelle Kompetenzen aufweisen. Es gibt Krähen, übrigens auch Kuckucke, die Werkzeuge benutzen und auch herstellen. Es gibt eine reiche visuelle Nestdekoration bei den sogenannten Webervögeln. Und wenn wir Vögel mit menschlicher Kultur konfrontieren, dann gibt es da auch erstaunliche Differenzierungsfähigkeiten. So können Tauben menschliche Gemälde unterschiedlicher Stilistik unterscheiden und zuordnen. Schon dem vorsokratischen Philosophen Demokrit, 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, wird in diesem Sinne der Satz zugeschrieben: Die Menschen sind in den wichtigsten Dingen Schüler der Tiere geworden, der Spinne im Weben und Stopfen, der Schwalbe im Bauen und der Singvögel, des Schwans und der Nachtigall im Gesang, indem sie ihre Kunst nachahmen. Also hier haben wir in der Nussschale diese Idee, dass die menschliche Musik, der menschliche Gesang eigentlich durch den Vogelgesang inspiriert sein könnte. Auch die menschliche Instrumentalmusik hat wahrscheinlich dem Vogelgesang viel zu verdanken, hat überhaupt Tieren viel zu verdanken. Ich habe hier einige Abbildungen des typischen Instruments zur Nachahmung von Vogelgesang mitgebracht, der Flöte. Und tatsächlich sind die ältesten Instrumente, die wir im Moment als musikarchäologische Überlieferungen zur Verfügung haben, Flöten aus Knochen, unter anderem Vogelknochen, und aus Elfenbein. Links sehen wir eine Elfenbeinflöte aus einer Höhle auf der Schwäbischen Alb, dem Geißenklösterle, die derzeit auf ungefähr 42.000 Jahre Alter geschätzt wird. Rechts eine Flöte aus Schwanenflügelknochen aus der gleichen Fundstätte, ungefähr 35.000 Jahre alt. Man hat die Schwanenflügelknochenflöte nachgebaut und eine Flötistin hat sie gespielt und Aufnahmen davon gemacht. Wir hören also jetzt gleich ein kurzes Stück Musik, das natürlich spekulativ ist. Es gibt ja keinen Notentext aus der Eiszeit, aber zumindest uns eine Idee gibt, welches Tonmaterial, welche Tonfolgen mit einer solchen Flöte möglich waren.
Auch hier ist eine zumindest assoziative Ähnlichkeit zu Vogelgesang unverkennbar. Aber ich möchte neben dieser auditiven Ebene auch die Materialebene ansprechen. Diese allerersten Musikinstrumente sind aus tierlichem Material gefertigt. Und das ist ja etwas, was sozusagen auch die menschliche Musikkultur seit ihren Anfängen durchzieht, dass Tiere zu Musikinstrumenten verarbeitet werden. Sei es Tierhäute und Felle bei Trommeln, sei es für Darmsaiten, Rosshaar bei den Bögen von Streichinstrumenten oder eben Elfenbein, nicht nur bei dieser Eiszeitflöte, sondern später auch als Belag von Tasteninstrumenten. Sie alle wissen wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach Klaviertasten ein zentraler Grund war, warum Elefanten fast ausgerottet worden wären. Inzwischen gibt es Ersatzmaterialien für einige dieser tierlichen Bestandteile. Elfenbeintasten sind inzwischen bei neuen Instrumenten nicht mehr üblich. Klammer auf, es sei denn, man verwendet Mammut-Elfenbein aus dem Permafrost oder doch geschmuggeltes, das falsch deklariert worden ist, Klammer zu. Aber bei anderen tierlichen Materialien gibt es eben noch keinen Ersatz. Also das vegane Orchester ist sozusagen materiell noch nicht erfunden. Ich möchte kurz über das mögliche Verhältnis von Musik und Sprache sprechen. Kein anderer als Charles Darwin selber hat ja die These aufgestellt, dass unsere Verbalsprache ihren Ursprung auch in der Nachahmung von Tierlauten hat. Er sagt, was den Ursprung der artikulierten Sprache betrifft, so kann ich nicht daran zweifeln, dass die Sprache ihren Ursprung der Nachahmung und den durch Zeichen und Gesten unterstützten Modifikationen verschiedener natürlicher Laute, der Stimme anderer Tiere und der eigenen instinktiven Ausrufe des Menschen verdankt. Und ein Musikethnologe wie Stephen Feld hat in seiner Untersuchung der Kaluli-Ethnie in Papua-Neuguinea in seiner hochinteressanten Studie Sound and Sentiment im Jahr 1990 festgestellt, dass es ganz praktische Beispiele dafür gibt, wie Vogelgesang sich in menschliche Musik, aber auch in menschliche Sprache übersetzt. Also die Frage ist zumindest offen aus evolutionsbiologischer Sicht, ob nicht Musik und Sprache aus der gleichen stammesgeschichtlichen Wurzel herstammen und ob sich eine melodische Prosodie zu einem relativ späten Zeitpunkt einerseits in das, was wir heute als Gesang, als Musik bezeichnen und andererseits in das, was wir als Sprache im Sinne der Verbalsprache bezeichnen, aufgespalten hat. Das Thema, wie sich tierliche Lautäußerungen, vor allem Tiergesang, in der menschlichen Musikgeschichte niedergeschlagen haben, ist fast unermesslich. Und ich werde jetzt einige Beispiele zeigen und alle von Ihnen werden wahrscheinlich andere vermissen, an die Sie sofort denken. Das ist ein sehr weites Feld, das sich in unterschiedlichen musikgeschichtlichen Zeitabschnitten auch unterschiedlich dicht findet. Im europäischen Mittelalter, und ich beschränke mich jetzt hier ganz auf die europäische oder westliche Kunstmusik. Es gäbe noch viele andere Beispiele aus anderen Musiken und anderen Weltengegenden. Das europäische Mittelalter enthält relativ wenig Tiere, wenig Vogelgesang. Ich habe hier eine Darstellung aus einem Antiphonarium, in dem, ich habe es ein bisschen markiert, eine Taube die sogenannten gregorianischen Choräle diktiert. Sie singt die sozusagen direkt Papst Gregor den Großen ins Ohr und der wiederum gibt sie dann an den Schreiber weiter. Also das als Ursprungsmythos des gregorianischen Chorals. Aber diese Taube ist im Sinn der Human Animal Studies weniger das Tierindividuum, das da als Subjekt Handlungsmacht, Agency zeigt und mehr das hergebrachte Symbol des Heiligen Geistes. Also hier haben wir sozusagen Tiersymbolik eigentlich eher auf einer abstrakten Ebene. Mit dem Beginn der Neuzeit wird es allmählich anders. Und ein wichtiges Erstdokument der polyphonen Musik, des strengen Kanons, ist der sogenannte Sommerkanon aus dem 13. Jahrhundert, der gleich eine streng geregelte Mehrstimmigkeit mit Naturlauten, vor allem dem Kuckucksruf,
verbindet. Wir hören mal den Anfang des Kanons und ich habe in dem Notentext ein bisschen notiert, wo diese charakteristische Kuckucksterz vorkommt. Summa risi cum amin, jure singu cum nu, joe et ser, blow et mer, et spring the wood a nu, singu tu, aua blete, after long, los after calme cum, bullet sterte, cucke verte, mire singu cum, singu cum, quel fu singes cum, es swift un avar nu, Summa risi cummeni, summa risi cummeni, traude singu plow with me, dem spring my sud and go with me, singu cune nu, 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 Aus Zeitgründen hören wir nicht den ganzen Kanon. Ein wunderbares Stück und ein tolles Beispiel dafür, wie sich eine sehr strenge Satztechnik mit der Evokation von Naturlauten verbindet. Ja, also auch hier wieder könnte man sagen, ein frühes Beispiel für dieses Verschwimmen der Grenzen von Natur und Kultur. Und das durchzieht sich dann durch die weitere Musikgeschichte und wird in zum Teil sehr kunstvoller, aber auch humorvoller Weise von Komponisten ausgearbeitet. Wir hören hier nochmal den Anfang einer Chanson von Clément Jeannequin aus dem 16. Jahrhundert, Le Chant des Oiseaux. Ich habe mal gleich an die Stelle vorgespult, an der onomatopoetisch, also lautmalerisch, Vogelgesänge evoziert werden. Ich bitte um Entschuldigung, dass das immer nur so kurze Audio-Häppchen sind, nur mit Blick auf die Uhr. Im 17. Jahrhundert gibt es erste ernsthafte Versuche, Vogelgesang in Notenschrift zu transkribieren. Und ein ganz wichtiger Gelehrter ist in dem Zusammenhang Athanasius Kircher, ein Jesuit und Universalgelehrter, der 1650 seine Musurgia Universalis als großes Kompilationswerk der zeitgenössischen Musiktheorie veröffentlicht hat. Übrigens auch mit interessanten Überlegungen zu algorithmischem Komponieren und Musikautomaten, aber eben auch mit dem Versuch, wie wir es hier auf der Folie sehen, Vogelgesänge in Noten zu fassen. Und es wundert uns nicht, er widmet der Nachtigall besondere Aufmerksamkeit und spricht von durch Zwitschern ausgedrückte Zungenschläge der Gesänge, wie sie bei der Nachtigall beobachtet wurden. Also hier sehen wir mal den Versuch, Vogelgesang nicht einfach durch eine allgemeine Lautmalerei zu evozieren, sondern quasi schon mit einer wissenschaftsartigen Systematik zu erfassen. Und ist es nicht interessant für uns, dass Kircher diesen Gedanken, dass wir unsere Musik von den Tieren lernen, nochmal formuliert. Er sagt, in der Nachtigall hat die Natur mit Recht gleichsam die Idee der gesamten Musik sichtbar gemacht, sodass die Gesangsmeister bei ihr lernen können, wie man auf vollkommene Weise den Gesang ordnen und die Töne in der Kehle bilden muss. Also wir sehen, dass sozusagen ein Diskurs die Jahrhunderte durchzieht, der auf der Idee basiert, dass wir unsere Musik den Tieren, vor allem den Singvögeln, abhören.
wenn ein Komponist wie Ludwig van Beethoven zu Beginn des 19. Jahrhunderts Vogelgesang in seiner Sinfonie Nummer 6, der sogenannten Pastorale, zitiert, dann tut er das allerdings nicht unbedingt, indem er ins Feld geht und den Vögeln lauscht, sondern er folgt bestimmten Konventionen, die unter anderem bei Athanasius Kircher schon angelegt sind. Die Nachtigall mit ihren Tonwiederholungen und Trillern klingt bei Beethoven ziemlich genau so, wie wir sie auch gerade auf diesem Kircher-Beispiel aus dem Buch gesehen haben. Und man verfügt sozusagen schon über einen festen und auch so ein bisschen kodifizierten, etwas stereotypisierten Katalog von Vogelstimmen. Wir hören mal diesen kurzen Ausschnitt. Das ist das Ende der Szene am Bach. Während solche programmatische Tonmalerei, von der sich Beethoven selber ja verbal ein Stück weit distanziert hat im Zusammenhang mit der Pastorale, in der Wiener Klassik eher die Ausnahme bleibt, spielt sie im späteren 19. Jahrhundert wieder eine größere Rolle. Ich habe noch ein sehr prominentes Beispiel mitgebracht, das sogenannte Waldweben aus Richard Wagners Oper Siegfried. Zum Glück haben sich Forscher die Mühe gemacht, die unterschiedlichen Vogelstimmen zu identifizieren, die Wagner hier aufruft. Es sind die Goldammer, das ist die Oboe, der Pirol, die Flöte, wieder die Nachtigall, Klarinette, der Baumpieper, ebenfalls mit der Flöte, und die Amsel verteilt sich dann auf Oboe und Klarinette. Wir hören mal diesen Abschnitt. Fun Fact am Rande, Siegfried singt gerade Du holdes Vöglein, dich hört ich noch nie. Und gemeint ist damit interessanterweise tatsächlich die Amsel, die umweltgeschichtlich im 19. Jahrhundert ein seltener und scheuer Waldvogel war. Wir sind es heute gewohnt, dass sie als Kulturfolgerin, wie man sagt, in die Dörfer und Städte eingezogen ist und quasi auf jedem zweiten Hausdach eine Amsel sitzt. Dafür hören wir die Nachtigall sehr viel seltener, als das offenbar in früheren Generationen der Fall gewesen ist. Erst im 20. Jahrhundert nähert sich die Darstellung von Vogelgesängen allerdings der tatsächlichen Phänomenologie des biologischen Vogelgesangs an. Und ein sehr prominentes Beispiel dafür darf nicht unerwähnt bleiben, ist der französische Komponist Olivier Messiaen. Und ich habe hier den Beginn eines in vieler Hinsicht Schlüsselwerks Messiaens mitgebracht, seines Quartetts für das Ende der Zeit.
komponiert und auch, sehen wir links unten auf diesem Programmzettel, uraufgeführt in einem deutschen Kriegsgefangenenlager in Görlitz im Zweiten Weltkrieg. Und Messiaen hat später offengelegt, dass die Dialoge zwischen Klarinette und Geige zu Beginn des ersten Satzes einem Dialog zwischen Amsel und Nachtigall in der Morgendämmerung entsprechen, die er dort im Stalag 8 in Görlitz gehört hat. Mit welcher Liebe und gleichzeitig welcher Genauigkeit Olivier Messiaen in seinen weltweiten Forschungen Vogelgesängen nachgegangen ist, lässt sich fast empirisch nachvollziehen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, Vogelgesangsaufnahmen einer Aufnahme aus seinem Katalog d'Oiseau, also dem Katalog der Vögel aus den 1950er Jahren, zu unterlegen. Wir hören den Beginn der Komposition Le Traquet Stapassin, das ist der Mittelmeersteinschmätzer. Der ist zwar der Hauptvogel in diesem Klavierstück, aber es kommen viele andere Arten vor und Messiaen hat freundlicherweise jeweils im Notentext vermerkt, welcher Vogel das sein soll. Wir hören jetzt eine Aufnahme, bei der ich einfach mal mit elektronischen Mitteln die entsprechenden Vogelgesänge über die Klaviermusik geblendet habe. Wir erreichen im 20. Jahrhundert in unserer Gegenwart sozusagen einen vorläufigen Höhepunkt in der Feinheit und Genauigkeit, in der Vögeln zugehört wird. Und gleichzeitig, und darauf kann ich jetzt nur kurz eingehen, haben wir einen parallel laufenden Diskurs, in dem Tiere menschlicher Musik zuhören und zum Teil auch zum Zuhören gezwungen werden. Also das passt jetzt ein Stück weit auch zu den tierethischen Fragen, die in den vorigen Vorträgen dieser Reihe gestellt worden sind. Ja, wie ethisch oder vertretbar ist es eigentlich, einen Vogel, das ist jetzt auf meiner Folie, glaube ich, ein bisschen schlecht zu erkennen, hier in diesem Käfig am linken Bildrand sitzt ein armer kleiner Vogel, nur schemenhaft zu erkennen, und dem spielt diese junge Dame auf einer sogenannten Vogelorgel, einer Serenette, eine Melodie vor. Ja, und das dient dazu, dass der Vogel, statt seinen Art eigenen Gesang zu singen, diese Menschenmelodien lernt. Dafür gab es eine eigene Literatur. Hier sehen wir das Titelblatt einer etwa 1715 erschienenen anonymen Sammlung von nicht Vogelgesängen, sondern Melodien für Vögel, The Bird Fancier's Delight, in der für ein kleines Blockflöteninstrument, das sogenannte Flageolett, eine große Menge von Melodien gesammelt wurde für unterschiedlichste Vogelarten. Und wenn wir hier mal reinhören, ich muss gerade mal da ein bisschen hinspulen, in das, was zum Beispiel der Nachtigall zugeschrieben wird. Wir hören mal einen Ausschnitt. Dann hören wir, dass diese getragene, sarabandenartige Melodie ja nun wirklich rein gar nichts zu tun hat mit dem Nachtigallengesang und seinen komplexen Strophen, in die wir vorhin im Original reingehört haben. Also
Das ist sicherlich eine Zurichtung, gewissermaßen ein Dressurakt von gefangenen Tieren, über die man aus heutiger Sicht ethisch anders urteilen dürfte, als man das damals getan hat. Gleichwohl spielt das immer noch eine Rolle. Ich habe hier einen Filmstill aus einer Videoarbeit der Künstlerin Annika Kaas, Playing to the Birds, bei der sie 2013 Pianisten und Pianistinnen ein vogelbezogenes Stück von Franz Liszt Vögeln vorspielen lässt. Ein interessantes Konzept, aber diese Vogelkäfige sind auch ganz schön klein. Also hier sehen wir, wie sich diese Tradition, gerade auch gefangenen Tieren vorzumusizieren, fortsetzt. Auch die Biologie hat das ausgiebig getan. So hat sie zum Beispiel festgestellt, dass Reißfinken Vorlieben für bestimmte Stilistiken in menschlichen Musikkompositionen haben. Das passt so ein bisschen zu dem Beispiel vom Anfang, dass die Tauben unterschiedliche Gemälde unterschiedlicher Maler unterscheiden können. Aber letztlich sind das auch Laborversuche. Ich habe hier mal einige von sehr vielen biologischen, neurologischen, physiologischen, psychologischen, medizinischen Studien aufgeführt, bei denen Tieren im Labor, zum Teil auch im Tierheim oder in anderen Gefangenschaftssituationen Musik vorgespielt wird. Und das hat sicherlich eine ästhetisch interessante Seite, wie Tiere auf Musik reagieren. Wunderbarer Titel einer Studie: Schimpansen bevorzugen afrikanische und indische Musik vor Stille. Ja, Teil dieser Studie war, dass denen auch europäische Musik vorgespielt wurde. Da war den Schimpansen dann die Stille lieber. Also ästhetisch interessant, aber ethisch zum Teil äußerst fragwürdig. Manchmal wird da Mäusen oder Ratten Musik vorgespielt und geguckt, wie die sich verhalten. Alles sehr interessant. Und am Ende werden die Tiere getötet, seziert und ihre Gehirne untersucht. Eine aus meiner Sicht ambivalente Grenze, ja, zum Erkenntnisgewinn, die dann in so einem Versuch überschritten wird. Jetzt komme ich aber nochmal zu dem sehr interessanten Feld der Interspecies Music, also dem Versuch, wirklich aktiv und in Live-Performance-Situationen mit Tieren zusammen zu musizieren, und spiele mal eine kurze Aufnahme an, die der Forscher und Musiker Jim Nolman angefertigt hat, der versucht hat, mit Schwertwalen, also Orcas, zu musizieren. Diese Aufnahme ist im Feld entstanden. Nolman hat von einem Boot aus ein Mikrofon und einen Lautsprecher ins Wasser gelassen, seine elektrische Gitarre angeschlossen und dann aufgenommen, was der Orca, der den behavioristischen Forschernamen B6 trägt, den wir da gerade gehört haben, was dieser Orca ihm antwortet. Ja? Und das finde ich als Interaktionsdokument wirklich sehr interessant. Auf Neumanns Spuren hat beispielsweise der Musiker und Philosoph David Rothenberg versucht, mit Walen zu musizieren. Ich zeige mal einen kurzen Filmausschnitt, bei dem wir auch den Beginn eines Interviews mit David Rothenberg hören, allerdings auf Englisch. Steady.
steady clarinet note, whale trying to match it. Let's listen to that. And then, same note, and then again, the whale kind of rising thing. Some whales, and I believe here, right here, you hear the whale trying to match what I'm doing, or play a whale-like sound around the same pitch, but it's much more shaped warbling than the clarinet is. So if you hear the range beginning with a whale here, but because you see the frequencies are close to one another, looks like the whale is trying to match. David Rothenberg versucht uns hier zu erläutern, dass tatsächlich die von ihm gespielten Tonhöhen und Phrasen die des Wals beeinflussen. Und damit komme ich auch schon zu meinem letzten Beispiel für heute, nämlich einer Kollaboration zwischen Peter Gabriel, ehemaliger Sänger von Genesis und dann als Solo-Rockkünstler weltweit erfolgreich, und Bonobo-Affen. Hier ein Ausschnitt aus einem Interview, das er 2003 der Zeit gegeben hat. Gabriel sagt, vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit, mit einer anderen Spezies zu musizieren, mit Affen im Language Research Center der Universität Atlanta, Georgia. Was ich dort erlebt habe, erschien mir fantastisch. Die Bonobo-Affen in Atlanta können etwa 4000 Wörter in englischer Sprache und etwa 400 Piktogramme unterscheiden. Ich dachte, wenn sie Wörter verstehen, was ist mit Musik? Tasteninstrumente erschienen mir am interessantesten. Ein normales Keyboard ist natürlich nicht für die großen Hände von Schimpansen gemacht. Deshalb bat ich Pan Banisha, eine Bonobo-Dame, mit einem Finger zu spielen. Ich machte ihr klar, dass sie nur die weißen Tasten benutzen sollte, was sie auch sofort verstand. Wir gaben ihr ein einfaches Casio-Keyboard, das wir mit einem Klaviersound belegten. Der Bassist Tony Levin und ich hatten ein vages Gerüst vorbereitet, ein paar Beats, ein paar Akkorde, alles in A-Moll natürlich. Der Rest war freie Improvisation. Das, was Gabriel hier im Interview beschreibt, gibt es als Filmdokument. Er sagt, sie durften sich nicht im selben Raum aufhalten. Deswegen gab es eine Barriere. Und Pan Banisha begann sofort, die verschiedenen Intervalle der Tonleiter auszuprobieren. Schon nach kurzer Zeit suchte sie die Tastatur nach Oktaven ab. Niemand hatte ihr vorher gezeigt, was eine Oktave ist. Aber sie fand schnell heraus, dass dieses Intervall den stärksten Gleichklang besitzt. Song. I want to hear a grooming song. Play a real quiet grooming song. Gabriel schildert dann,
Kanzi, der Bruder von Panbanisha, hatte seine Schwester einige Male beobachtet und auch mir während meiner insgesamt 5 Besuche beim Spielen zugesehen. Aber er hatte noch nie vor einem Keyboard gesessen. Er imitierte einfach, was er gesehen hatte. Panbanisha schien mehr auf introspektive Musik zu reagieren, Kanzi eher auf den Groove. Gabriel zieht interessanterweise aus diesen ästhetischen Begegnungen der Interspecies-Musik ethische Schlüsse. Er sagt, selten ist mir die Universalität von Musik, ihre allgemeine Verständlichkeit so deutlich geworden wie bei meinen Sessions mit den Affen. Während wir mit ihnen Musik machten, habe ich sie als sehr individuelle Persönlichkeiten kennengelernt. Musik zu machen war Kommunikation zwischen den Spezies. Es gibt Leute, die dafür plädieren, das biologische Klassensystem umzustellen und Affen zu den Hominiden zu zählen. Wenn meine musikalischen Experimente auch sonst zu nichts führen mögen, so habe ich zumindest dabei erkannt, dass diese Wesen selbstbestimmt leben und entscheiden. Zurzeit aber werden sie wie Ware behandelt. Objekte, die besessen werden von Zoos und Forschungseinrichtungen, wie früher Sklaven. Es wird Zeit, dass sie Verfassungsrechte bekommen. Gewissermaßen durch die Hintertür sind wir nun doch wieder auch zur Ethik der Mensch-Tier-Beziehung gelangt, die bei all diesen ästhetischen Fragen mal untergründig, mal offensichtlich mitschwingt. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf die Diskussion. Im Chat sind ja schon viele Fragen angekommen und ich bin sicher, dass wir vielleicht nicht alle beantworten, aber über alle sprechen können. Dankeschön. Wow, vielen Dank für diesen interessanten und facettenreichen Input. Ich glaube, wir haben heute sehr viel gelernt. Und ja, falls ihr im Publikum noch Fragen habt, könnt ihr die sehr gern jetzt noch in den Chat stellen. Ansonsten kann das Q&A auch direkt losgehen. Eine Frage zur Tierethik, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, oder vielmehr Sie, Herr Ulrich, war eine der ersten Fragen: Ist es ethisch, Elefanten im Orchester zu verpflichten? Das finde ich eine sehr gute Frage. Ich möchte zunächst nicht generell beantworten, sondern in Bezug auf diese besondere Situation im Norden Thailands. Dort, wie auch in den angrenzenden Ländern, sind ja Elefanten jahrzehntelang in der Holzwirtschaft beschäftigt worden. Ja, sicherlich eine oft sehr schlimme und ausbeuterische Situation für diese Tiere. Und als dann verboten wurde, Urwälder zu fällen und Elefanten dort zu beschäftigen, brauchte man Sanctuaries sozusagen. Man hat diese Elefanten in Rente geschickt. Ja, und im schlimmsten Fall sind sie als Touristenattraktion an der Straße geendet. Und im, denke ich, besten Fall sind sie in eins dieser Elephant Sanctuaries gekommen, wie zum Beispiel in der Nähe von Chiang Mai, wo diese Aufnahmen des Thai Elephant Orchestra entstanden sind. Diese Elefanten leben nicht frei, sie leben dort in diesem Altersruhesitz. Und sicherlich ist die Frage, inwieweit jetzt eine künstlerische Beschäftigung, es gibt übrigens auch Gemälde von den dortigen Elefanten, die im Zusammenspiel mit dem Künstler-Duo Kumar Melamed entstanden sind, wie weit solche Beschäftigungen artgerecht sind, eine sinnvolle Abwechslung, ist diskutabel. Ja? Aber wir finden dort sozusagen eine Problematik vor, in der diese Elefanten nach jahrzehntelanger Arbeit und Ausbeutung in der Holzindustrie eben irgendwie einigermaßen würdigen und artgerechten Aufenthalt haben sollten. Und
es wäre sicherlich unethisch, Elefanten gefangen zu nehmen, um mit ihnen Musik zu machen. Dankeschön. Wir bleiben einmal direkt bei der Tierethik. Die Frage lautet, es scheinen also in dieser Forschung Tierversuche gemacht zu werden. Heißt das, dass die Human Animal Studies und Tierethik nicht miteinander vereinbar sind? Vielen Dank für die Frage. Ich habe mich da, glaube ich, an der Stelle missverständlich ausgedrückt. Die Human Animal Studies sind tierethisch äußerst reflektiert. Ja, sie sind auch, man spricht ja auch oft von Critical Animal Studies, sehr, sehr kritisch, was Verstöße gegen die Tierethik angeht. Und diese Versuche, die ich geschildert habe, gehören nicht in die Human Animal Studies. Das sind Versuche aus der Biologie, vor allem aus der Verhaltensforschung, zum Teil auch aus der Psychologie bis hin zur Medizinforschung. Und ich, der ich mich in den Human Animal Studies verorte, sehe diese Versuche sehr, sehr kritisch und finde sie teilweise ethisch überhaupt nicht vertretbar. Aber das ist natürlich auch die typische, im Englischen würde man sagen Armchair-Haltung des Musikwissenschaftlers, der selber nicht empirisch forscht und nicht empirisch tätig ist. Aber also alles, was sozusagen invasiver Laborversuch ist, wird von den Human Animal Studies äußerst kritisch gesehen. Und das sehe ich persönlich auch sehr kritisch. Ich habe auch immer wieder einen inneren Konflikt bei der Frage, ob ich eigentlich die Erkenntnisse dieser Studien uneingeschränkt nutzen sollte, ja, weil sie zum Teil eben auf tierethisch ganz fürchterliche Art und Weise zustande gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie das nochmal erklärt haben. Eine weitere Frage, die Tierethik betreffend. Sollten diese Verfassungsrechte laut Gabriel für alle Tiere gelten? Ich kenne keine Äußerung von Gabriel, wo er sich über andere Tiere als Affen äußert, was solche Verfassungsrechte angeht. Ich denke, dass er an der Stelle solchen Projekten sehr nahe ist, wie zum Beispiel dem Great Ape Project, das ja Menschenrechte für große Menschenaffen fordert und das international. Ich vermute, dass Gabriel davon auch explizit inspiriert ist an der Stelle und kenne von ihm keine Äußerung, dass er sich jetzt Gedanken darüber gemacht hat, inwieweit das noch für andere Spezies gilt. Ja, wir wissen aber bei Peter Gabriel, dass er sich für die Kommunikation mit unterschiedlichsten Tierarten interessiert und sehr früh, eben schon vor fast 20 Jahren, auch diese Idee eines Interspecies Internet, also einer medial, digital vermittelten Kommunikation, eines Austauschs zwischen verschiedenen Tierarten aufs Tapet gebracht hat. Ich habe vorhin gesagt, Donna Haraway redet philosophisch von Nature Cultures. Rosie Braidotti, die dieses Konzept aufgegriffen hat, redet von Media Nature Cultures. Ja? Also dahinter ist die Idee, dass man in unserer hochtechnologisierten und gleichzeitig doch so sehr von Umweltproblematiken durchzogenen Zeit eigentlich nicht mehr klar zwischen medial, natürlich und kulturell unterscheiden kann. Alles klar, danke dafür. Sie hatten vorhin schon die Critical Animal Studies auch erwähnt. Könnten Sie dazu noch kurz etwas sagen, was Sie davon halten und inwiefern Sie sich von den Human Animal Studies unterscheiden? Eine fast unbeantwortbare Frage aus meiner Sicht, weil wir eine Vielfalt von Begriffen haben, die dieses große und vielschichtige Feld der Mensch-Tier-Beziehung und der eben nicht nur naturalisiert betrachteten, sondern auch kulturell verstandenen Mensch-Tier-Beziehung beleuchten. Manche dieser Begriffe sind aus meiner Sicht synonym und andere haben gewisse Überschneidungen. Also es gibt im englischsprachigen Raum den Begriff der Animal Studies, der so ein bisschen den Oberbegriff darstellt. Es gibt interessanterweise vor allem im deutschsprachigen Raum diese Betonung der Human Animal Studies, die also besonders das Mensch-Tier-Verhältnis betont. Und manche Leute sagen Human Animal Studies und meinen damit Animal Studies als Oberbegriff und andere sagen Human Animal Studies und meinen damit speziell die Critical Animal Studies, die sich aus der Tradition der sogenannten Critical Studies, auch oft mit Bezug auf die kritische Theorie, mit vor allem eigentlich Herrschaftsformen auf Tiere und auch mit Unterdrückung und Ausbeutungsverhältnissen in Bezug auf nichtmenschliche Tiere
befassen. Ja, und im Grunde genommen muss man, wenn man miteinander redet, sich immer ein bisschen erstmal drüber klar werden, ist jetzt Human-Animal Studies so ein Oberbegriff, der alles meint, was Mensch-Tier-Beziehung ist, oder meint es eigentlich eine kritische, auch gesellschaftskritische Auseinandersetzung damit, wie die Critical Animal Studies. Also wenn wir den Oberbegriff betrachten, dann könnte man sagen, ach interessant, es gibt ja so viele Musikinstrumente, die aus tierlichen Materialien hergestellt sind. Und wenn wir im Diskurs der Critical Animal Studies sprechen, würden wir sagen, das müssen wir ändern. Ja, und wir müssen eigentlich nach Ersatzmaterialien suchen. Also aus meiner Sicht kann man die Critical Animal Studies quasi als einen fokussierten Teilbereich dieses großen Felds der Animal Studies situieren. Welchen Bereich davon würden Sie sich und Ihre Forschung zuordnen? Können Sie das sagen? Also eigentlich bin ich nach meinem Selbstverständnis in mehreren Teilbereichen unterwegs. Man hat ja auch in meinem Vortrag gesehen, dass ich ein interessierter Zaungast bin der biologischen Forschung. Ja. Ich würde mir halt eine biologische Forschung wünschen, die sozusagen ethisch an sich selbst viel strengere Maßstäbe anlegt, als das bisher oft gewesen ist. Insofern interessiere ich mich schon auch für solche Themenbereiche wie die sogenannte Biomusicology, also den Versuch, Biologie und Musikwissenschaft miteinander in Verbindung zu bringen. Auf der anderen Seite lebe ich selber seit Jahrzehnten vegetarisch, jetzt auch seit etlichen Jahren vegan, versuche auf tierliche Materialien zu verzichten und sozusagen von meiner subjektiven Lebenshaltung sind mir die Critical Animal Studies sehr nahe. Ja. Gleichwohl finde ich das ganz toll an der weltweiten Forschung zur Mensch-Tier-Beziehung, dass es einen Methodenpluralismus gibt und dass es auch einen epistemischen Pluralismus gibt, wie man wissenschaftlich sagt, also dass unterschiedlichste philosophische Grundlagen, unterschiedlichste ideologische oder weltanschauliche Herangehensweisen sich auch in diesem interdisziplinären Feld miteinander in den Dialog bringen. Und das finde ich auch einen großen Wert. Wir reden ja oft von Blasen, in denen wir zunehmend leben. Ja, und ich finde das ganz toll an den Human Animal Studies, dass die keine Blase sind, sondern dass man hier mit unterschiedlichsten Fächern, unterschiedlichsten Methoden und eben auch unterschiedlichsten Selbstverständnissen und Auffassungen zu Menschen und Tieren konfrontiert wird. Sehr schön. Ich bewundere diese Forschung sehr. Was bedeutet diese Rolle der Musik in den Human-Animal Studies konkret für unseren Umgang mit Tieren, jetzt wo wir darüber Bescheid wissen? Oder was hat sich vielleicht auch bei Ihnen selber verändert, als Sie darüber mehr erfahren haben? Ich glaube, darüber könnte ich jetzt sehr lange reden. Ich versuche es mal kurz zu machen, weil da, glaube ich, noch eine ganze Reihe von Fragen auch auf Antwort warten im Chat. Also, was mir immer mehr klar geworden ist, ist, dass die Musik und die Musikwissenschaft nicht etwas exklusiv Menschliches ist, was sozusagen in einer rein kulturell abgegrenzten Sphäre passiert, ja? Sondern dass sich Musik und auch die Musikwissenschaften zu unserer gesellschaftlichen Diskussion äußern müssen. Ich war gerade vor ein paar Tagen bei einer sehr interessanten Online-Konferenz, die hieß Music Studies on a Damaged Planet. Also wie gehen wir damit um, dass wir in einem sogenannten Anthropozän angekommen sind, in dem wir mit Klimawandel und all diesen ökologischen Katastrophen, Plastik im Meer, ja, und all diesen Problemen umgehen und wie können wir uns sozusagen hier als Musikerinnen und Musikwissenschaftlerinnen sinnvoll situieren und dazu äußern. Ja. Und diese gesellschaftliche Relevanz von Musik, auch wenn es keine im engen Sinne politische Musik ist, die ist mir dadurch klar geworden. Und gleichzeitig ist mir klar geworden, wie viele Bezüge zu, in Anführungszeichen, natürlichen Phänomene es gibt und sozusagen, was für ein riesiges Ökosystem die Musik auch selber ist. Ja. Und von daher glaube ich, dass die Human Animal Studies einfach eine sehr klare Art und Weise sind, sich damit auseinanderzusetzen, dass wir von dieser Idee der absoluten Musik, die ja im späten 19., frühen 20. Jahrhundert doch eine wichtige Leitidee gewesen ist, wieder ein bisschen kritisch Abstand gewinnen müssen
Nicht, weil es auch interessant ist, Musik strukturell und abstrakt zu betrachten. Ich selber bin ja auch Musiktheoretiker und weiß, dass das Spaß macht, aber um eben nicht auszublenden, wie viele Bezüge es in alle möglichen anderen Lebensbereiche gibt, wenn wir uns mit Musik befassen. Auf jeden Fall. Eine weitere Frage. Gibt es Studien dazu, ob Tiere menschlich gemachte Musik nur interessant finden oder ob sie auch Musik wirklich genießen können? Eine super Frage. Es gibt erstaunlich viele Studien mit erstaunlich vielen Tierarten und viele dieser Studien sind aus musikwissenschaftlicher Sicht ziemlich schlecht gemacht. Manchmal weiß man gar nicht, was für Musik genau vorgespielt wurde oder wie laut die war. Ja. Aber es gibt ein paar wirklich sehr gut gemachte Studien und ich möchte mal auf eine hinweisen, die der Psychologe David Snowden und der Musiker David Teye gemacht haben. Die haben sogenannten Listäffchen. Die heißen jetzt nicht wegen der Musik so, sondern weil die so einen weißen Haarschopf haben und Franz Liszt ein bisschen ähnlich sehen. Die haben Listäffchen Musik vorgespielt, schon vorhandene menschliche Musik und diese Affen mochten die Musik nicht. Und dann hat Teye nach Spektrogrammen dieser Musik, also so ähnlich wie wir den Nachtigallengesang gesehen haben, ja, entsprechend der Frequenzbereiche und Rhythmen der Vokalisationen dieser Listäffchen neue Musik komponiert und hat die den Affen vorgespielt. Und diese Musik mochten die Affen. Ja, also manchmal geht es auch darum, überhaupt zu verstehen, so eine Frage habe ich vorhin auch im Chat gesehen, die in diese Richtung ging, sozusagen, was ist eigentlich ästhetisch ansprechend oder interessant für Tiere? Ja. Und wenn man darauf eingeht, dann kann man unter Umständen ganz erstaunliche Ergebnisse erzielen. Gibt es noch mehr Beispiele außerhalb der Musik, wo Tiere als KünstlerInnen aktiv sind? Ja, es gibt frappierende Beispiele im Bereich der bildenden Kunst oder der visuellen Künste. Ich hatte kurz die Webervögel erwähnt, die ihre Lauben dekorieren. Es gibt, da bin ich leider kein Experte, das ist so meine Deformation professionell als Musikwissenschaftler, aber es gibt tatsächlich auch erstaunliche visuelle und skulpturale Arbeiten von Tieren und auch da gibt es sehr viel Interspecies-Zusammenarbeit. Also einer der besten Gedanken zur Ethik von Interspecies-Kunst stammt nicht aus der Interspecies-Music, sondern von der Künstlerin Lisa Jeffbrett, die einen sogenannten Interspecies-Art Field Guide erstellt hat und sich da wirklich auch genau die Gedanken macht, auf die letzte Frage abzielte. Also was ist denn eigentlich für die tierlichen Partnerinnen und Partner interessant? Wann ist denn so eine gemeinsame Kunstausübung eigentlich nicht nur für die Menschen bemerkenswert, sondern gibt sozusagen den tierlichen Kollaborateuren auch etwas zurück. Und genau, da gibt es tatsächlich auch eine ganze Reihe von Beispielen außerhalb der Musik. Okay, Komet, danke schön. Komet und Melamar hatte ich ja erwähnt, ne? Also diese Elefantenmalereien, die auch da in Nordthailand entstanden sind. Das wäre auch so ein Beispiel. Genau. Eine weitere Frage ist, chinesische Sprache hat meines Wissens nach auch verschiedene Tonhöhen, welche die Bedeutung eines Wortes völlig verändern können. Gibt es hier eine erforschte Verbindung zu Tiergesängen? Soweit ich es überblicke, gibt es dazu noch nicht sehr viel Forschung, aber ich glaube, dass Sie mit dieser Frage auf einer ganz wichtigen Fährte sind. Ich habe ja so viel über europäische Musik geredet und wir selber sprechen hier mit Deutsch ja auch so eine europäische Sprache und diese Sprache ist keine tonale Sprache. Chinesisch und viele andere Sprachen der Welt, auch gerade viele ostasiatische Sprachen, sind tonale Sprachen und es gibt ganz gute Belege dafür, dass auch in Europa früher tonale Sprachen viel mehr verbreitet waren. Also zum Beispiel ist dieses ganze
Deklamieren des Altgriechischen, ja, wie wir uns das bei den altgriechischen Epen, homerische Epen wie Odyssee und Ilias vorstellen müssen, ja, ist sehr viel tonaler. Deswegen ist da auch immer von Gesängen die Rede. Ja. Da sind wir wieder bei diesem möglicherweise gemeinsamen Ursprung von Musik und Sprache, dass nämlich die Musik mehr Kommunikation bedeutete früher und dass andererseits die Sprache stärker sich durch Melodieverläufe vermittelt hat. Und ich glaube, man könnte ein bisschen vereinfacht die Hypothese wagen, dass in diesen tonalen Sprachen einfach noch mehr Musik drin steckt und dass unsere nicht-tonalen Sprachen, wie die meisten mitteleuropäischen Sprachen das inzwischen sind, einfach diesen melodischen Aspekt verloren haben. Die sind gewissermaßen melodiös verarmt. Ja, und ich glaube, dass da tatsächlich eine Beziehung ist und dass eben in einer Studie wie der von Stephen Feld, die da in Papua-Neuguinea gemacht wurde, genau dieser Beziehung mal konkret an einem Beispiel nachgegangen worden ist. Ein sehr spannendes Thema. Die nächste Frage widmet sich nochmal den Tauben. Nämlich wurde genau nachgefragt, wie wurde es getestet, dass Tauben verschiedene Gemälde unterscheiden können? Wenn ich mich richtig erinnere, ähnlich wie bei den Reisfinken und den verschiedenen Kompositionen. Man hat den Tauben ausgesuchte Gemälde, in dem Fall von impressionistischen Malern, wenn ich es richtig im Kopf habe, gezeigt und hat dann die Tauben anzeigen lassen, ob sie quasi einen bestimmten Stil wiedererkennen. Und ein Teil der getesteten Tauben konnte das, ja, und konnte dann eben Manet-Gemälde von Monet-Gemälden unterscheiden, so wie die japanischen Reisfinken in dem Komponistenversuch, wenn sie Bach gehört hatten, dann auch Vivaldi als Barockmusik identifiziert haben und stattdessen, wenn sie Schönberg gehört hatten, gemerkt haben, dass Elliot Carter auch Avantgarde-Musik ist. Also da ist eine hohe Differenzierungsfähigkeit, die allerdings im Sinne der vorhin gestellten Frage ja noch nichts darüber aussagt, ob den Tauben und den Reisfinken das dann ästhetisch genauso gefällt wie uns. Das wäre ja wirklich nochmal eine andere Frage. Aber zumindest unterscheiden können sie es. Herr Ulrich, was ist Ihre Meinung dazu, dass für unsere Musikinstrumente Tiere getötet werden? Können wir das rechtfertigen und warum gibt es nicht mehr vegane Instrumente? Ja, das frage ich mich auch immer. Warum gibt es nicht schon viel mehr vegane Instrumente? Ich versuche das auch so ein bisschen zu verfolgen. Und es gibt einzelne Projekte, also zum Beispiel Trommelbauer, die bewusst auf tierliche Materialien verzichten. Ich glaube, da ist einfach sehr, sehr viel Gewohnheit im Spiel. Die westliche Kunstmusik ist eben sehr traditionsbewusst. Und interessanterweise ist es ja nicht die Tierethik, sondern der Artenschutz, der da ein allmähliches Umdenken erzwingt. Manche von Ihnen kennen vielleicht das sogenannte CITES-Abkommen, also CITES abgekürzt. Das ist ein international, eigentlich weltweit geltendes Artenschutzabkommen. Und dieses Abkommen ist der Albtraum vieler reisender Musikerinnen und Musiker. Es gibt Schauergeschichten, dass wenn jemand mit einem alten Tasteninstrument reist, auf einmal an der Grenze dann das Elfenbein von den Tasten gerissen wird, denn Elfenbein darf nicht mehr international gehandelt werden. Und interessanterweise haben diese verschärften Bedingungen des Artenschutzes, die nicht nur Tierbestandteile, sondern auch Pflanzenbestandteile, die geschützt sind, betreffen, dazu geführt, dass zum Beispiel viele Orchester nicht mehr mit Holzbögen reisen und auch darauf achten, dass in diesen Bögen eben nicht Elfenbeinintarsien, Walzähne oder was da oft noch so drin ist, enthalten sind, sondern dann den Carbonbogen einpacken. Also CITES ist ein rotes Tuch für viele Musikerinnen und Musiker. Ich habe da schon viele hitzige Diskussionen drüber miterlebt, aber aus einer tierethisch motivierten Sicht ist es eigentlich ein interessanter Impuls, der da in die Musikwelt geht, auch wenn er gar nicht aus der Tierethik kommt, sondern eben aus dem Artenschutz für Tiere und Pflanzen. Und wie so oft, glaube ich, ist es eine Mischung aus Regulation und einer individuellen Verhaltensänderung, die hier kommen muss. Ich erinnere mich noch, ich hatte eine Klavierlehrerin, die der Meinung war, man kann nur auf Elfenbein richtig Klavier spielen. Und wenn Sie heute sehen, wie zum Beispiel ein Star-Pianist wie Lang Lang gegen Elfenbein Kampagnen unterstützt und eben Kunststofftasten promotet, ja, dann sehen Sie, dass da auch über Jahrzehnte ein Umdenken stattgefunden hat.
das allerdings fast zu spät kommt, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Wenn man guckt, wie die Elefantenpopulationen unter diesem Elfenbeinboom und Elfenbeinbedarf gelitten haben. Das stimmt. Wie viele Menschen gibt es noch in Deutschland und international, die sich mit der Musik und den Human-Animal Studies auseinandersetzen? Lauter Fragen, die sozusagen genau auf die interessanten Punkte zielen, auch diese Frage. Also die Human-Animal Studies sind ja ein Feld, das vor allem im angelsächsischen Sprachraum, in den letzten Jahren auch im deutschsprachigen Raum immer mehr florieren. Und es gibt ganz viele, das, was man so bisher Geistes- oder Kulturwissenschaften genannt hat, die sich da reingestürzt haben. Es gibt also in den Literaturwissenschaften, in der bildenden Kunst, in der Philosophie wirklich viele Menschen, die sich auf sehr hohem wissenschaftlichen Niveau mit Human-Animal Studies befassen. In der Musik waren es bis vor kurzem erstaunlich wenige. Erstaunlich, weil, wie mein Vortrag hoffentlich angedeutet hat, die Quellenlage da ja so reich ist und man da wahnsinnig viel forschen kann. Also wenn Sie mich vor ein paar Jahren gefragt hätten, hätte ich jetzt 4, 5 Namen aufgezählt. Und das wäre es dann im Großen und Ganzen gewesen. Darunter ist zum Beispiel David Rothenberg, den wir da in dieser künstlerischen Forschung mit dem Wahlgesang kurz erlebt haben. Emily Doolittle, Musikwissenschaftlerin und Komponistin. Hollis Taylor, eine australische Komponistin und Musikwissenschaftlerin. Dario Martinelli. Und würde ich mich in aller Bescheidenheit eben auch einreihen. Das ändert sich gerade. Es gibt inzwischen interessante Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler. Und ich glaube, das hat auch mit diesem Effekt zu tun, den ich vorhin beschrieben habe, dass wir ein höheres Bewusstsein für Ökomusikologie, Ecomusicology entwickeln, dass wir ein höheres Bewusstsein für unsere Situation in einer Klima- und Umweltkatastrophe entwickeln und deswegen nochmal ganz anders in diese mehr als menschliche Welt reingucken. Also junge Forscherinnen wie Susanne Heiter, die jetzt in Berlin gerade Gastprofessorin an der UdK ist, oder auch meine wissenschaftliche Mitarbeiterin Lisa Hermann Fertig in Nürnberg, forschen auch in diesem Bereich von Tieren und Musik. Und auch international bewegt sich da jetzt in jüngster Zeit mehr. Aber trotzdem haben aus meiner Sicht die Musikwissenschaften da noch einen erheblichen Nachholbedarf, wenn man das mit anderen Kultur- und auch Gesellschaftswissenschaften vergleicht. Das stimmt, aber wie schön, dass sich da inzwischen auch was tut. Herr Ulrich, eine letzte Frage nun an Sie, da die Zeit doch fortschreitet. Es wurde nach Empfehlungen für weitere Interspecies Music gefragt oder mit welchen Tieren am meisten musiziert wird quasi. Also alles ist denkbar. Ich habe gezeigt, wie David Rothenberg mit einem Wal Musik macht, aber er hat auch schon versucht, mit Insekten zu musizieren. Ich glaube, eine Frage ist, welche Interaktionsform streben wir als menschliche Musizierende eigentlich an? Also wollen wir sozusagen einen Dialog im Sinne von Call and Response, gemeinsamer Improvisation, oder geht es eigentlich mehr um eine Soundscape und eine Klanglandschaft, in die wir uns einfügen? Und je nachdem sozusagen sind sicherlich manche Spezies eher zugänglich und andere nicht. Sie hatten bei der Anmoderation, Frau Durmann, die Tintenfische, die Oktopoden erwähnt. Ja, ich habe mich zu meiner eigenen Überraschung in einem Projekt wiedergefunden. Wir hatten gerade vor einer Woche eine Online-Konferenz zu Octopus Worlds, also zu den Welten der Tintenfische, wo ich mal ein bisschen geforscht habe, haben die überhaupt eine Klangwelt? Ja? Können die überhaupt hören? Und wenn ja, wie ist das? Ja? Und da ist für mich noch eine offene Frage, wäre für Oktopusse menschliche Musik in irgendeiner Weise sinnvoll oder von Interesse? Das kann ich derzeit noch nicht beantworten. Ja? Und andere Tiere gibt es, wo wir eben ein ganz klares Neugierverhalten haben und ein ganz klares Interesse für so ein eine klanglich basierte Interaktion. Ja. Ich würde sozusagen immer auch dieses ethische Framing von so einem ästhetischen Versuch betrachten. Also ich persönlich würde immer empfehlen, lieber versuchen, das irgendwie im Freiland zu machen, als in einer Labor- oder Gefangenschaftssituation. Lisa Jeffbett sagt, es ist ganz wichtig, dass die Tiere auch weggehen können. Also sich frei entscheiden, ne, ob sie jetzt an so einer Interspecies-Kunst teilnehmen oder eben doch nicht. Und am Ende, glaube ich, muss man
sozusagen jede Interaktionskonstellation individuell betrachten. Und wahrscheinlich wäre es gut, solche Dinge möglichst auch explorativ in einem kleinen Team zu versuchen. Ja, dass man einfach auch sich ein bisschen miteinander unterhält. Ist das jetzt eigentlich gerade für die Tiere okay und ist das für die Tiere überhaupt interessant und in welcher Situation sind die? Die Human-Animal Studies, und das prägt ja ein Stück weit dieses Forschungsfeld, fragen ja nicht nach dem Tier als Generalsingular, sondern sie schauen nach Tierindividuen und deren Agency, deren Handlungsmacht, deren Subjektcharakter und eben auch deren ästhetischen Präferenzen. Und deswegen würde ich jetzt hier nie sagen, dass man mit einer bestimmten Tierart immer oder gar nicht musizieren kann, ja, sondern würde eher dafür plädieren, zu fragen, was ist denn das für ein Tier oder was sind das für Tierindividuen, mit denen ich da zu tun habe und wie kann ich da sinnvoll in die Interaktion treten. Ja, vielen Dank. An dieser Stelle beenden wir nun das Q&A. Wir hätten zwar noch wahrscheinlich ewig weiterreden können, aber da die Zeit fortschreitet, möchte ich an dieser Stelle Ihnen, Herr Ulrich, herzlich danken für den super interessanten und faszinierenden Vortrag, Ihre Zeit heute und generell die tatkräftige Unterstützung unseres Projektes. Vielen herzlichen Dank und an dieser Stelle verabschieden wir uns von Ihnen. Vielen Dank, es war mir ein ganz großes Vergnügen und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schönen Abend. Für euch, liebes Publikum, habe ich eine gute Nachricht, denn diesen Vortrag sowie auch die Vorträge von Friederike Schmitz am Montag und Julia Ratzwill am Dienstag könnt ihr noch auf YouTube später nachhören, weil wir diese nun dauerhaft dort zur Verfügung stellen können. Wir versuchen, diese so bald wie möglich hochzuladen. Und dann könnt ihr, falls ihr einen davon verpasst habt, diesen noch nachschauen und gerne auch die Videos teilen, damit wir mit dieser Reihe möglichst viele Menschen erreichen. Da heute der letzte Abend unseres Projektes ist, möchte ich ein kurzes Resümee ziehen und ein bisschen reflektieren. Wir hoffen nämlich sehr, dass wir euch mit diesem Vortrag heute zur Musik, aber auch der ganzen Vortragsreihe etwas mitgeben konnten, was ihr für euer tägliches Leben mitnehmen könnt. Egal, ob ihr jetzt schon Vollzeit vegan lebt oder bisher noch nie über Tierversuche oder tierliche Musik nachgedacht habt, jede und jeder darf hier seinen individuellen Weg finden und den Umgang damit. Wir freuen uns, wenn wir euch mit unserer Reihe Anregungen gegeben haben, die Welt und den Status quo aktuell zu hinterfragen und zu überlegen, welche Welt wir gemeinsam in Zukunft gestalten möchten, wie wir mit Tieren umgehen möchten und wo die Schmerzensgrenze liegt, was für ein Lebewesen und unsere Umwelt tolerabel ist, welche Wertschätzung wir den Tieren nun als Musiker und Musikerinnen entgegenbringen möchten und können, weil wir jetzt um die tierliche Musik und ihre Qualitäten wissen. Entscheidet diese Dinge für euch persönlich und seid mutig, was die Antworten angeht, denn uns ist es am Anfang des Projektes auch so gegangen. Wir als Musikstudierenden wollten ein Projekt zum Thema Tiere und Tierethik machen, aber das war vielleicht für einige erstmal nicht die naheliegendste Idee. Und trotzdem sind wir heute hier und blicken auf diese tolle Reihe diese Woche zurück. In diesem Sinne möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich unserer Musikhochschule in Lübeck danken für die tatkräftige Unterstützung, unserem Projektbetreuer Bernd Ruf und Thomas Fricke-Masur für die Bereitstellung des technischen Equipments. Einen herzlichen Dank nochmal an alle unsere tollen Referentinnen und Referentinnen sowie an euch, liebes Publikum, dass ihr jeden Abend oder auch nur einen Abend mit dabei wart. Wir wünschen euch hiermit noch einen schönen Abend und verabschieden uns ganz herzlich von euch. Thank you.
Mm-hmm.